schauen wir uns nun den Aufbau von Schwertern an. Der Grundaufbau für Klingenwaffen des 14. bis 16. Jahrhunderts ist immer gleich. Ja, wir haben dieselben Fachbegriffe und ich werde euch das jetzt am Beispiel des einhändigen Schwertes zeigen. Dies ist ein einhändiges Schwert der Schmiede Viktor Berbekusch. Diese Schwerter werden extra in ihren Eigenschaften für meine Fechtschule hergestellt und haben eine besondere Biegsamkeit im Stich von 6 Kilogramm. Nur so nice to have. Okay, fangen wir also an. Wir haben hier ein einhändiges Schwert und schauen uns jetzt mal den Aufbau an. Grob unterscheiden wir erstmal in zwei Hauptbereiche. Bereich 1 hier nennt sich das Gehilz. Das ist der, im Großen und Ganzen könnt ihr es euch als den Griffbereich vorstellen, das Gehilz. Bereich 2 ist die Klinge. Beide Bereiche untergliedern sich nochmal und haben besondere Eigenschaften. Das Gehilz unterteilt sich in den Knauf. Der Knauf, den könnt ihr euch zum einen als Kontergewicht vorstellen, also habe ich eine schwere Klinge, habe ich auch einen schweren Knauf. Denn über den Knauf kann ich ziemlich gut einstellen, wo ich später den Massenschwerpunkt in meiner Waffe haben möchte. Das ist also der Punkt, wenn ich dort quasi das Schwert auf einer Nadel aufsetzen würde, wo das Schwert im Gleichgewicht ist und weder nach links noch nach rechts runterfällt. Als zweites haben wir im Gehilz den Griff. Hier aus schwarzem Leder, das ist der Bereich, wo wir das Schwert festhalten. Und als drittes haben wir die Kreuzstange oder auch Kreuz genannt. Andere Begriffe für den Knauf sind übrigens auch zum Beispiel Knopf oder Kloß. Kommen wir zur Klinge. Die Klinge gliedert sich erstmal grob in zwei Teilbereiche, nämlich wenn wir sie in der Mitte teilen, einmal in die Stärke . Das ist dieser Bereich, also die untere Hälfte vom Kreuz an bis zur Mitte ungefähr, nennt man die Stärke. Der Begriff Stärke kommt vermutlich daher, dass wir in der Bindung mit einer anderen Klinge, also wenn wir mit dem Gegner hart im Band sind, Klinge an Klinge, dort eine stärkere Hebelwirkung haben. Das heißt, es ist nicht so einfach für den Gegner, uns die Klinge zur Seite zu drücken. Die Stärke ist hauptsächlich da, um mit den Schneiden oder auch der Fläche, je nach Technik, gegnerische Angriffe zu versetzen, also zu verteidigen. Versetzen ist der alte Begriff dafür. Ihr kennt wahrscheinlich alle schon so den Begriff parieren. Dann haben wir noch die Schwäche. Die Schwäche ist der Bereich der Klinge, der meistens viel schärfer geschliffen ist, vor allem das letzte Drittel. Das kann man bei vielen Originalen sehr schön sehen, bis hin zu modernen Säbeln. Und mit diesem Bereich wollen wir unsere Treffer landen. Oder früher, wie man dann natürlich im Ernstkampf auch sagte, den Gegner verletzen. Und ganz vorne, der letzte Bereich der Schwäche ist die Spitze. Und der alte Begriff für Spitze ist Ort. Der Begriff Ort wird aber für beide Enden der Waffe genutzt. Wir haben den vorderen Ort und den Knauf auch als den hinteren Ort. Denn auch mit dem Knauf kann man zustoßen. Des Weiteren unterteilen wir die Schneiden, also die scharfen Bereiche der Klinge, in vordere und hintere Schneide. Die vordere Schneide ist die, die, wenn ich das Schwert Richtung Gegner halte, dem Gegner zugewandt ist. Ihr könnt es euch auch so merken, in eurer rechten Hand, wenn ihr eine Einhandwaffe habt, ist die lange Schneide die Schneide, die dort ist, wo eure Fingerknöchel vorne sind. Und die kurze Schneide ist dort, wo euer Daumen aufliegen würde, wenn ihr ihn auf den Griff auflegt. Ja, also lange Schneide, kurze Schneide. Zur
Schärfe der Schneiden ist vielleicht noch Folgendes zu sagen. Das ist natürlich ein Übungsschwert, das ist nicht scharf, sonst würde ich ja auch nirgends dran rumfassen. Was man übrigens sowieso nicht machen sollte, nur wie ich jetzt zu Lehrzwecken. Oder in bestimmten Techniken, wenn es notwendig ist, es auch mal ohne Handschuhe oder so zu machen, sofort wieder einölen. Das werde ich natürlich auch im Anschluss direkt machen. Zu sagen ist auch, dass die Klingen von der Stärke zur Schwäche hin schärfer werden und unterschiedlich geschliffen sind. Das heißt, in der Stärke hat man oft eher einen Winkel, der etwas spitzer ist, beziehungsweise flacher, sodass, wenn eine gegnerische Klinge draufhaut, wenn ich verteidige mit der Schneide, die Schneide nicht so schnell zerstört werden kann. Während ich vorne in der Schwäche dann zunehmend eine immer dünnere und spitzer zulaufende Schneide habe. Und mit dem Bereich sollte ich auch möglichst Klingenkontakt versuchen zu vermeiden, denn die meisten Klingen, die wir in historischen Funden haben, die gebrochen sind, sind an diesem Übergang von Stärke zu Schwäche gebrochen, wo man quasi von dem etwas breiteren zum absolut rasiermesserscharfen Bereich kommt. Ja? Gut. Das heißt, ihr kennt jetzt die wichtigsten Fachbegriffe für Schwerter, für ihren Aufbau. Wir wiederholen noch mal kurz. Wir haben also grob die zwei Bereiche Gehilz vorn und beziehungsweise hinten und die Klinge vorne. Das Gehilz unterteilt sich in Knauf, Kloß oder Knopf, den Griff und die Kreuzstange. Und die Klinge unterteilt sich in der unteren Hälfte in die Stärke und in der vorderen Hälfte in die Schwäche. Dann haben wir zwei Schneiden, also die scharfen Bereiche, und ganz vorne in der Schwäche die Spitze oder auch den Ort. Und wir unterteilen nochmal in die vordere und die hintere Schneide. Ja, diese Fachbegriffe sind, wie gesagt, im 14. bis 16. Jahrhundert bei allen Schwertern gleich. Es gibt noch einzelne Meister, die nochmal die Stärke und die Schwäche der Klingen in weitere Bereiche unterteilen, wie zum Beispiel der Fechtmeister Joachim Meyer im 16. Jahrhundert. Dazu aber mehr dann auch in fortgeschrittenen Kursen.